Wunderbar. Ja, dann willkommen zum Thema Transponder heute. Ist sicher ein spannendes Thema, weil vor allem wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen und wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr ohne gehen. Zumindest Stand heute. Ja, um was geht es heute grundsätzlich mal am Anfang ganz kurz nur eigentlich, wie funktioniert so ein Radar? Gibt es verschiedene Funktionen und warum ist dann der Transponder so wichtig? Dann die Bedienung unserer beiden Transponder, die wir in den SGL-Flugzeugen haben, sind aber auch alle anderen auf dem Markt eigentlich ziemlich ähnlich. Dann Verfahren mit der ATC. Auf der einen Seite, was können wir machen, um die Arbeit und die Zusammenarbeit mit der ATC zu vereinfachen und ihnen das Leben leicht zu machen? Und auf der anderen Seite noch kurz ein Beispiel, wie so ein Ablauf von einer Freigabe für einen Durchflug aussehen kann. Und dann am Schluss, last but not least, eigentlich das Wichtigste überhaupt ist eigentlich, warum überhaupt das Ding einschalten. Da gibt es ja noch die diversesten Vorstellungen und so, und da, ja, da ist eigentlich sozusagen der meiste Fleisch und Knochen. Ja, genau. Schauen, fangen wir gerade an. Wie funktioniert so ein Radar? Es gibt grundsätzlich eigentlich zwei Typen. Das eine nennt sich Primärradar. Das ist sozusagen das ist Urradar. Das sendet einfach im Endeffekt so einen gewissen Frequenzimpuls aus, wartet, welches Objekt in der Luft den reflektiert, und zwar wirklich passiv reflektiert, einfach durch Anwesenheit, und kann dadurch dann gewisse Daten berechnen, zum Beispiel Distanz, Höhe und so weiter und so fort. Funktioniert, ist allerdings wesentlich weniger genau, braucht mehr Infrastruktur und deutlich mehr Energie. Deswegen werden die heute nur noch ja, begrenzt eingesetzt. Also die meisten Radar, die man so kennt, sind keine Primärradar, und die meisten, die es gibt, die allermeisten sind eigentlich vom Militär dann benutzt. Dann gibt es noch das sogenannte Sekundärradar. Und das ist eigentlich das heute der Stand der Dinge, was eigentlich überall zum Einsatz kommt. Und das ist auch das Radar, das mit unseren Transponder oder mit generell mit jedem Transponder redet. Und zwar, das sendet einfach eine Abfrage. Das ist wie sozusagen so eine Art, kann man sich vorstellen, wie eine SMS, die dann der Transponder empfängt, und der antwortet wiederum auf das. Der Vorteil ist, es ist viel, ja, es braucht weniger Energie. Also rein der Unterhalt und der Betrieb von so einem Radar ist dadurch günstiger. Deswegen sind auch die meisten heutzutage Sekundärradars. Das Zweite ist, sie sind genauer, weil die Antwort, die von unserem Transponder kommt, ist definitiv wesentlich genauer als das, was ein anderes Radar berechnet, weil unser Transponder sendet einfach fixe Werte, und zwar genau die, die er hat. Transponder haben alle zum Beispiel einen Höhenmesser drin. Das sind einfach die aktuellen und wirklich, ja, die Live-Werte. Er sendet zum Beispiel noch die Kennung mit. Manche Transponder senden noch die Geschwindigkeit, sowohl horizontal als auch vertikal mit. Position ist möglich, wenn der Transponder GPS-Empfang hat und angeschlossen ist. Und dadurch ist das ganze Gerät einfach viel besser nutzbar. Und was man zum Beispiel, was viele vielleicht kennen, ist das Radar auf dem Lägern, auf dem Berg oben, die Radarkuppel. Da ist zum Beispiel nur ein Sekundärradar drin. Also, ja. Ausschauen tut sowas in etwa so. Und man sieht schon da, das hier unten, dieses große Teil, das ist praktisch eine Primärradar. Und nur das hier oben drauf, dieser, ja, viereckige Balken, das ist ein Sekundärradar. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist sowas nur noch, also nur noch so ein Ding im Einsatz und nicht mehr das untere. Das ist nur so der Hintergrund. Das heißt eben entsprechend, wenn wir unser Transponder anschalten, sind wir praktisch sichtbar. Ansonsten per Primärradar theoretisch auch oder definitiv auch, aber definitiv nicht so einfach und nicht so problemlos. Ja, kommen wir eigentlich schon zu unseren beiden Geräten. Wir haben in den meisten Flugzeugen bei uns noch das Garrecht, das linke, verbaut. Soviel ich weiß, alle neuen, momentan nur der Sierra Victor, der neue Duo XLT, hat momentan den Trick. Aber ich glaube, soviel ich weiß, kommen alle neuen, die bestellt werden, bekommen dann das Trickgerät. Die beiden können das Gleiche. Das Einzige, der Vorteil ist, das Trick ist effektiv auf das modernere Gerät. Ein bisschen einfacher und intuitiver zu bedienen. Aber die Funktionen an sich sind die gleichen. Ja.
Die Knöpfe, die es hat, sind auch etwa gleich. Ich denke, an, aus ist jedem klar. Einmal kurz drücken, geht's an. Dann gibt es diesen ominösen Ident-Knopf. Den darf man nur drücken, wenn die ATC einen dazu auffordert. Also wenn wir mit Kontakt haben mit der ATC, mit dem Controller und er sagt Ident, nur dann drücken. Also nicht einfach da aus Spaß mal draufdrücken oder während der Flug die ganze Zeit. Das kommt nicht so gut an. Dann hat sie einen Mode-Knopf. Der ist noch bei dem hier sehr wichtig, weil der dann praktisch die Betriebsart vom Transponder regelt. Und das ist noch ein kleiner Stolperstein bei dem Gerät, kommen wir gleich dazu. Dann hat das Gerät zwei Knöpfe hier unten, also zwei drehbare, den äußeren. Der ist einfach nur drehbar nach links und rechts. Mit dem, kann man sich vorstellen, ist einfach der, der den Cursor bewegt. Also mit dem können wir die Position festlegen, welche Zahl wir verändern wollen. Kommt dann gleich auch noch auf den nächsten Slide. Und dann gibt es noch einen inneren Drehknopf, der ist auch drehbar nach links und rechts. Der ändert dann den Wert von der eingestellten Position. Und bei dem Gerät, da kann man noch drauf drücken. Wenn man drauf drückt, dann switcht der Score von unten nach oben und von oben nach unten. Ist dadurch einfach ein bisschen umständlicher, funktioniert aber. Auf der rechten Seite des Trick hat im Endeffekt die gleichen Funktionen, einfach ein bisschen moderner und weniger undurchsichtig dargestellt. Das ist praktisch der An-Aus-Knopf und der Mode-Knopf in einem. Also Off ist einfach hier links und dann sind das praktisch schon die Betriebsmodi. Der einzige für uns interessante und relevante ist der Altitude. Standby, Ground und On brauchen wir eigentlich nicht. Standby wäre einfach, das Gerät ist nicht an, es zeigt nur das Display, läuft. Ground, wenn man am Boden rumrollt, was für einen Segelflieger auch relativ uninteressant ist. On bedeutet, er ist an, er läuft, aber er schickt keine Höhenangaben mit. Und Altitude ist, denke ich, der normale und der Standardmodus, den es braucht. Ident ist genau das gleiche, ist der Button, wenn man aufgefordert wird. Enter hier auf dem Transponder ist eine Taste zum Bestätigen oder zum Weiterklicken sozusagen. Dann gibt es noch den Code. Jemand hat dich stumm geschaltet. Entschuldigung, du musst dich wieder unmuten. Jetzt hört man dich wieder. Jetzt wieder? Ja. Okay. Muss ich hier eben, da waren wir beim Code. Das ist im Endeffekt analog zum inneren Drehknopf beim Garicht. Da wird ändert einfach den Wert. Dann gibt es die sogenannte FN- oder Function-Taste. Mit der kann man gewisse Funktionen vom Transponder aufrufen. Und was der hier noch hat, sichtbar ist VFA. Da ist ein fixer Code hinterlegt, nämlich 7000. Das ist einfach Squawk VFA oder unser VFA Squawk. Wenn man den drückt, erscheint hier automatisch, oder wechselt er automatisch auf den Squawk 7000. Die Funktion hat das Garicht auch. Und zwar, wenn man lang auf den inneren Knopf drückt, ich glaube für mehr als 3 Sekunden, dann kommt auch Squawk 7000. Bei dem braucht man es aber eigentlich nicht so viel, weil wenn man den Squawk jetzt praktisch hier in dem Fall tauschen würde, wäre 3701 oben und 7000 automatisch unten. Also würde ein kurzer Klick auch reichen und wir hätten wieder 7000 oben. Das sind eigentlich praktisch so, schauen sie aus, funktionieren grundsätzlich gleich. Der Vorteil hier wirklich, der große ist, man kann von Off direkt auf Altitude und das Gerät läuft. Was man hier sieht, ist einfach der aktive Squawk. Ja, dann Bedienung. Da haben wir eigentlich. Frau Günther hat die erneute Mahnung des Bundesrats heute Abend gehört. Die Kantonsregierung lässt nun die Terrassen sperren. Bitte alle das Mikrofon. Ja, danke. Genau, Bedienung. Hier geht es praktisch um die Inbetriebnahme, also sozusagen das Anschalten. Wenn wir einmal auf den On-Knopf, der jetzt hier wieder ist, drücken, dann kommt am Schluss dieser Bildschirm am Anfang. Normalität, sich treffen zum Essen, trinken und reden. Am Anfang kommt noch der Startbildschirm, da heißt es einfach Hallo, dann kommt die Seriennummer und die Softwareversion und dann kommt der Bildschirm. Der heißt einfach links oben sehen wir die aktuelle Höhe, die der Transponder misst. Hinter dieser halben Raute, diesem Chevron, ist der aktive Squawk. Unten sehen wir praktisch
den sekundären, den wir verändern können, mit dem wir arbeiten können. Und ganz wichtig hier, das ist der Betriebsmodus aktuell des Transponder. Und wenn wir den gar recht anschalten, ist er erstmal im Standby. Also er läuft nicht. Das Display ist an, wir können sehen, was er so macht, aber er antwortet und funktioniert noch nicht. Dann hier gibt es noch die Möglichkeit, On, Off und Mode gleichzeitig zu drücken, was man auch hier sieht mit der Flight-ID. Das ist eigentlich das Kennzeichen. Da kann man einfach bei dem kurz nachgucken, stimmt, stimmt es nicht. Darf nicht verändert werden, wenn es stimmt und sollte eigentlich immer stimmen. Aber wenn irgendwann mal der Fall ist, es sollte, dass irgendein Zahlendreher drin ist oder sonst irgendwas, kann man da das Kennzeichen anpassen. Und das muss stimmen, weil das, was hier steht, das sendet der Transponder aus. Also wenn hier ein falsches Kennzeichen programmiert sein sollte und wir rufen die ATC auf, dann gibt es ganz sicher ein Durcheinander. Dann beim Garrecht, wenn er praktisch angeschalten ist, kurz gecheckt hat, stimmt das Kennzeichen, dann muss man noch einmal auf Mode drücken und erst dann erscheint hier das ALT, Altitude, und dann ist der Transponder erst an. Jetzt antwortet er auf Anfragen, jetzt schickt er auch die Höhe, die aktuelle, in der wir uns befinden, mit, sodass praktisch der alle anderen Teilnehmer sehen, wo wir sind und wie hoch wir sind. Das ist jetzt eben der Unterschied und der große Vorteil vom Trick. Der geht relativ einfach. Man kann einfach den Knopf von Off auf Altitude und das Gerät läuft. Und man sieht auch bereits alles, was relevant ist. Man sieht nämlich den Modus hier, das heißt dann Altitude. Man sieht die aktuelle Höhe. Man sieht das programmierte Kennzeichen. Und man sieht nur, und das macht auch Sinn, den aktiven und gesendeten Squawk, nämlich in dem Fall 7000. Damit ist nämlich praktisch, wenn man das einschalten will, einfach von Off auf Alt und alles läuft und man muss praktisch nichts mehr machen. Ist der alte hier, der Garrich, die Generation davor ein bisschen komplizierter. Was dann der Trick noch kann, ist, wenn man einmal auf NFN kommt, dann kommt man auf die Seite mit dem Kennzeichen. Dann sieht man, hier ist es klein geschrieben, hier ist es groß geschrieben. Da könnte man es auch verändern. Prüfen muss man es eigentlich nicht, weil man sieht es auf der Start- oder auf der Standardseite bereits, ob es stimmt oder nicht. Wenn man ein zweites Mal draufklicken würde, würde er uns die ADS-B-Position angeben. Das ist praktisch nicht weiter als Lat Long, also Nordwest und was auch immer. Und er braucht dafür ein paar GPS-Empfang. Und so wie ich von Mike gehört habe, die Trick bekommen das auch. Also ich glaube noch nicht, aber oder mittlerweile, oder auf jeden Fall kriegen die es und dann haben sie sogar ADS-B out, braucht uns aber nicht groß interessieren, weil funktionieren tut es auch ohne. Und ein drittes Mal auf FN drücken, käme man noch in Brightness-Modus vom Bildschirm, von dem kleinen, den könnte man dann mit dem Code-Knopf verändern. Ist aber eigentlich auch nicht groß notwendig, weil tagsüber sieht man das Display sowieso gut und nachts fliegen wir eher selten und wenn das Gerät, wenn man nicht viel rumdrückt, ist das Display sowieso aus. Also es wird nicht extra beleuchtet, es läuft, aber es wird nicht extra beleuchtet. Man könnte es, aber wenn es einen stört, könnte man das dann hier noch ändern. Genau, das ist so viel zum Einschalten. Wie gesagt, hier einfach nur von Off auf Alt und alles läuft. Und beim Garrecht anschalten, warten, bis der Startbildschirm kommt und dann mindestens einmal Mode drücken, bis hier Altitude steht. Und erst dann ist das Gerät an. Wenn wir dann in der Luft sind und mit dem Gerät arbeiten müssen, sprich, wenn wir irgendwie von der ATC einen Squawk zugewiesen bekommen, dann eben müssen wir den verändern. Geht bei beiden Geräten relativ gleich auch wieder. Beim Garrecht ist dazu der jetzt hier pink eingefärbte als erstes notwendig. Mit dem ändern wir die Position des Cursors. Und den sieht man jetzt hier, wenn man einmal diesen äußeren Knopf dreht, nach links oder rechts, wird hier die erste Zahl unterlegt. Und damit sehen wir, dass wir praktisch diese Zahl verändern können. Und verändern tun wir sie praktisch mit dem, der jetzt hier blau ist, mit dem inneren Wert. Also der innere Knopf verändert den Wert, der äußere Knopf ändert die Position. Also wenn man einmal nach rechts dreht, kommt zum Beispiel, wird der 5 unterlegt, wenn man das zweite Mal nach rechts dreht, wird der 2. unterlegt und so weiter. Mit dem inneren Wert ändert man den Wert. Und am Schluss, wenn der 4. unterlegt ist und alles stimmt, muss man hier
Und das ist wichtig, noch einmal auf den inneren Knopf drauf drücken, dann wechselt der Score. Und dann wechselt er von unten nach oben und man sieht, es kommt 7000 nach unten, sozusagen als sekundärer Score. Und oben, das ist der aktive. Und das hat eben eine kleine Krux, wenn es zum Beispiel einfach wackelig ist im Flugzeug oder gerade ein bisschen turbulent und man drückt auf den Knopf drauf, der geht erst schwer und dann sehr gut. Und das ist relativ einfach und relativ schnell passiert, dass man da zweimal drückt. Und dann springt der Squawk hoch runter und dann sind wir wieder bei dem ursprünglichen 7000. Also man muss einfach hier gucken, dass der Squawk, den man wirklich aussenden möchte oder den man bekommen hat, dass der oben steht. Keine Hexerei, es braucht einfach noch einen kleinen Blick mehr. Ident, dann noch die nächste Funktion, wenn man aufgefordert wird und auch wirklich nur dann einmal hier drauf drücken. Und dann erscheint hier vorne ein I und das zeigt uns an, dass der Transponder jetzt aktuell in dem Ident-Modus ist. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass wir für den Controller momentan aufmerksamer sind. Also auf seinem Bildschirm, wo er uns sieht, würden wir dann praktisch blinken. Wenn viel los ist, findet er uns leichter. Eben wie gesagt, beim Trick, wenn man den angeschalten hat, ist praktisch ja der Bildschirm schon vorhanden. Dann kann man einmal auf Enter drücken. Und dann wird hier die erste Zahl bereits hinterlegt. Wenn man dann den Wert ändern möchte, ist das mit dem blauen Code-Button möglich. Links und rechts drehen, rechts hoch, links runter. Also die Zahl nach oben, Zahl nach unten. Und wieder auf Enter springt es weiter. Also man kann einfach den ersten, den zweiten, den dritten, vierten mit Enter anwählen und die Zahl, die man möchte, die man braucht, mit dem Code-Knopf. Wenn man hier den vierten ausgesucht hat und den vierten sozusagen eingestellt hat, dann ist auch der Squawk bereits aktiv. Man muss dann nicht wieder und gar nicht den noch aktivieren und ändern, sondern der ist dann aktuell bereits aktiv und wird so ausgesendet. Das ist einfach eine kleine Fehlerquelle weniger, weil das, was man auf dem Display sieht, ist auch das, was das Gerät gerade macht. Und analog zum Garrecht, der Ident, wenn man den einmal drückt, erscheint hier ein kleines ID hinterlegt. Damit sehen wir wieder, der ist im Ident-Modus und das funktioniert. Also wie man sieht, dann ist vom Prinzip her, es funktioniert beide relativ ähnlich. Man muss die Zahl anwählen, die Position anwählen, eine von den vieren. Und dann, wenn sie angewählt ist, den Wert einstellen. Eigentlich soweit easy, bei dem eben noch ein bisschen einfacher, weil was man sieht, funktioniert. Und hier muss man schauen, dass man den Squawk dann auch aktiviert und dass er auch wirklich oben ist. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Squawk bekommt, wie auf der linken Seite mit 5450, dann kann man, wenn es heißt, am Schluss wieder, okay, Release Squawk VFA, einmal hier drauf drücken, dann kommt wieder 7000. Und beim Garrecht haben wir automatisch unten praktisch die 7000, die wir vorher hatten, kann man einmal auf die Mitte, auf den blauen drücken, und dann kommt es wieder. Geht aber beides wunderbar. Ja, da kommen wir schon zu den Verfahren mit der ATC. Im Endeffekt geht es eigentlich dazu, gerade auf dem Slide jetzt darum, was können wir machen, damit wir der ATC und den Controllern das Leben erleichtern. Und ganz wichtig, und das führt wirklich zu lustigen Situationen, bei der ATC, also wirklich rechtzeitig melden. Also nicht, wenn man gerade 500 Meter vorm Luftraum ist und dringend rein muss oder will und dann einfach, ja, dann geht es meistens schief. Also nehmt euch die Zeit. Wichtig ist zum Beispiel auch da, wenn man weiß, man fliegt gleich durch eine Kontrollzone oder möchte eine Freigabe oder möchte durch eine TMA durchfliegen, dann frühzeitig und sinnvoll ist da ein paar Minuten vorher die entsprechende Frequenz bereits einstellen und mithören, was auf der Frequenz läuft. Das ist insofern wichtig, weil wenn der Controller einfach viel zu tun hat und wenn gerade viel los ist, dann kriegen wir das bereits mit, ob er gestresst ist oder nicht gestresst ist, ob er Zeit hat und vor allem, was gerade läuft. Man hat einfach einen gewissen Überblick. Und was eben auch wichtig ist, bevor man eben selber anfängt zu funken, kurz hören, kann ich gerade oder ist der Controller gerade beschäftigt, weil wie gesagt, es kann ja gerade mal eine Pause sein, weil er einfach eher irgendwas checken muss oder irgendwas nachschauen muss oder fragen muss. Wenn man praktisch wieder einfach reinreden, dann stört das erstmal. Also deswegen macht Sinn,
wenn man weiß, man kommt gleich in die Situation, wo man funken muss oder möchte, die Frequenz einstellen, mithören und dann mindestens ein, zwei Minuten, bevor man wirklich in den Luftraum einfliegt, sich bereits melden. Das macht es einfach für ihn deutlich leichter und wenn es eben möglich ist, kann er noch was organisieren. Wenn wir sagen, wir müssen sofort einfliegen, wir sind schon praktisch am Einflug und er sagt nein oder kann nicht sofort ja sagen, dann stehen wir halt da. Und wenn man sich rechtzeitig meldet, hat er die Möglichkeit, alles möglich zu machen. Und sie sind sehr hilfsbereit. Also wenn immer möglich, versuchen sie, uns zu helfen. Dann, was grundsätzlich funktioniert und gut ist, ist einfach kurze und klare Sprüche. Und wer kann und wer sich zutraut in Englisch, der Vorteil ist einfach, alle anderen Flugzeuge, vor allem wenn man jetzt irgendwie mit Zürich spricht oder mit Emmen oder sonst irgendwas, Business Jets, Airliner, hören auch zu und verstehen es dann einfach. Auch ausländische Piloten. Wer sich aber nicht zutraut in Deutsch, kein Thema. Geht in der Schweiz, überall, genauso in Österreich, genauso in Deutschland, funktioniert. Aber wer sich auf Englisch zutraut, ist sicher keine schlechte Idee. Dann, wenn wir uns melden und die Positionsangabe machen, nehmt markante Orte. Das ist auch wirklich noch interessant, weil sie hocken in irgendeinem Raum, meistens ohne Fenster, haben eine Landkarte vor sich oder bestenfalls noch eine mit Berg- und Seenamen. Aber jedes kleine Dorf kennen sie nicht. Und wenn wir uns einfach melden und sagen, wir sind, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Dörfchen hinter Tupfing, dann wird es für ihn einfach schwierig, uns zu erkennen. Und dann wird sicher die Nachfrage kommen, wo genau ist denn das? Oder er wird uns dann eben, wenn wir einen Transponder haben, fragen oder sagen, ident. Aber wenn wir ihm gleich sagen können, hey, wir sind in der Region St. Gallen oder etwas südlich davon, nördlich davon, was auch immer in Bezug, dann weiß er schon mal auf seinem Bildschirm, wohin gucken. Und das hilft ihnen deutlich. Gerade wenn viel los ist, machen wir ihm dadurch das Leben deutlich einfacher. Dann Höhe. Eben wie gesagt, wie in Englisch, am besten man nimmt es in Fuß, weil sie alles in Fuß machen. Also wenn wir in Meter funken, was auch funktioniert, was gut geht, also keine Hemmungen, Meter ist okay. Aber wer es kann, und unsere Alex zum Beispiel zeigen ja auch die Höhe in Fuß an, das hilft, weil dann muss er nicht umrechnen. Wenn wir in Meter kommen, rechnet er es um. Das dauert, das macht es für ihn ein bisschen aufwendiger. Wenn wir direkt mit Fuß kommen, ist es einfach straightforward. Der nächste Vorteil davon ist, Motorflieger haben grundsätzlich in Fuß die Höhenmesser. Und ich würde mal behaupten, die wenigsten Piloten, die mithören, rechnen um. Also wenn sie Fuß hören, wissen sie automatisch, wo wir sind in Bezug zu ihnen. Wenn wir in Meter anfangen, dann wird es schon eher fragwürdig, ob das funktioniert. Und im Sinne von Sie in der Void ist einfach gut zu wissen, was macht der andere. Also immer möglich Fuß. Wie gesagt, das LX zeigt es ja 1:1 an. Wenn nicht, Meter genauso kein Problem. Patrick, nur mal so zur Infos, 20.27 Uhr. Ah, okay, ja. Bisschen schneller sprechen. Okay. Wie am Funk. Ja, wunderbar. Dann beim zweiten Funkspruch eben Squawk 7000 oder Transponder Quick melden. Dann weiß er bereits, wir haben einen Transponder. Und guckt auch bereits auf sein Bildschirm, ob er uns bereits sieht. Und ganz wichtig für uns, keine Hemmungen. Am Funk wird niemand gefressen und die ATC ist definitiv froh, wenn wir uns melden, wenn wir sagen, wo wir sind und was wir vorhaben. Das funktioniert problemlos. Genau. Das müssen wir eigentlich gar nicht groß durchgehen. Das ist eigentlich ein Beispiel nur. Das, was für uns wichtig ist, ist, eigentlich der Anfang. Erstmal hier melden, zum Beispiel Zürich Info, einfach Grüezi sagen und wer wir sind, auf die Antwort warten und dann unseren Spruch ablassen. Und nicht gerade mit allem, wirklich mit der Tür ins Haus fallen, weil macht es ihm auch nicht gerade einfacher. Und wenn wir uns melden mit unserem Sprüchchen, ist eigentlich immer gleich. Das heißt, wer sind wir und was wollen wir? Und ab dann ist es eigentlich nur noch ein Antwortspiel. Dann reagieren wir nur noch drauf, was er sagt und was er möchte. Und straightforward, problemlos. Und hier ist einfach sinnvoll am Schluss, wenn man diesen Spruch macht, am Schluss noch zu sagen, Squawk 7000, dann weiß er einfach, wir haben einen Transponder und der Transponder ist an, sollte dann auch so sein. Und dann läuft das in der Regel wirklich problemlos. Also sie sind, egal wohin man kommt, sehr, sehr hilfsbereit. Genau, das kann man
Eben. Ich glaube, der Vortrag ist ja dann online, kann man sich das angucken. Ist eigentlich alles kein großes Problem. Ja, dann kommen wir eigentlich zum Wichtigsten, warum überhaupt einschalten. Und ist es nun mal so, Grundprinzip ist sehen und gesehen werden. Und die ATC sieht uns grundsätzlich nur mit Transponder. Also wenn wir das Ding nicht einschalten, sind wir für sie nicht existent, und zwar definitiv nicht. Und sobald wir das Ding einschalten, ändert sich alles, weil sie sehen uns. Und selbst wenn wir nicht mit ihnen funken, er hat einen Überblick, er weiß, was rundherum läuft mit anderen Traffic. Und selbst wenn wir nicht im Funk mithören oder nicht drauf sind, was wir nicht müssen, wird praktisch um uns rum der Weg freigeschaufelt. Und er leitet andere Flugzeuge um, gibt denen Hinweise, und das hilft enorm. Und wie gesagt, das Ding immer einschalten, dann weiß einfach er Bescheid. So guckt ungefähr ein Radarbildschirm aus. Das ist Anflug in Zürich. Das sind jetzt einfach Airliner, aber es spielt keine Rolle. Bei uns würde einfach hier dann Hotel Bravo 2470 stehen. A ist Altitude und G ist Ground Speed. Bei uns steht da vielleicht noch ein G dahinter mit Glider, wenn der Transponder das mitsendet. Ja, so sieht er uns. Und das Nächste, was genauso wichtig ist, warum Transponder einschalten, alle Jets, Militär und Zivil und Airliner oder Business Jets haben mittlerweile alle oder müssen alle ein TCAS haben. Und die sehen uns definitiv auf ihren Bildschirmen. Und das hilft unglaublich, wenn man in einem Flugzeug sitzt und sieht, was rundherum läuft und man sieht, da ist jemand. Auch die passen auf uns auf. Und zwar automatisch. Wenn die sehen, da ist jemand, dann wird sofort versucht, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Also, wenn wir sichtbar sind, entstehen eigentlich schon keine großen Probleme mehr. Und ja, wenn wir dann das Ding ausschalten, wird es schwierig. Und das guckt dann etwa so aus, das ist jetzt einfach aus einem A320, guckt aber bei den Business Jets und auch Militär ähnlich aus. Das hier sind einfach verschiedene Verkehre. Und da sieht man einfach, wo ist er in Relation zu uns. Also man sieht, das Gelbe ist praktisch dann das Flugzeug. Der ist hinter uns, links, unter uns, über uns. Und dann weiß man einfach, was läuft. Und das ist jetzt praktisch einer, der hat kein Altitude Readout, der ist praktisch im On-Modus. Und der ist dann schon deutlich mühsamer, weil man nicht weiß, wo ist der. Ist überhaupt interessant für mich? Betrifft er mich oder nicht? Von dem her, wie am Anfang gesagt, das einzige Richtige und das einzige, was für uns relevant ist, ist der Modus Altitude. Genau. Eben grundsätzlich rechtlich sind wir nicht verpflichtet, Transponder einzuschalten, auch wenn wir ihn an Bord haben, weil wir keinen Generator haben, eben nur aufgrund unserer limitierten Stromversorgung. Und das ist der springende Punkt. Wenn der Strom ausreicht, dann das Ding grundsätzlich einschalten. Und bei allen SGL-Flugzeugen reicht der Strom für alle elektronischen Geräte und Transponder im Dauerbetrieb für mindestens 8 Stunden. Also die kritischsten Flugzeuge sind die AS29, die haben nur 2 Batterien. Aber mit 2 Li-Fi-Pro-Akkus langt es für gut 8 Stunden. Das ist ja schon mal in der Regel, ich würde mal sagen, 90% der Flüge sind 8 Stunden oder kürzer. Und Duodiskus, Akkus oder auch Diskus sind 3 Batterien drin, da ist es überhaupt kein Thema mehr. Also man kann in allen Flugzeugen wirklich getrost vom Start bis zur Landung den Transponder eingeschalten haben auf Altitude und der Strom reicht. Eben noch ein Vorteil für uns, wie gesagt, mit Transponder bekommt man leichter und öfter eine Freigabe. Und wie gesagt, im Hintergrund läuft viel, das kriegen wir gar nicht mit, aber Verkehr, der gesehen wird, sowohl von der ATC als auch von anderen Piloten oder von den Airlinern, es passiert was. Man nimmt Rücksicht, man weicht aus und man reagiert. Und es geht nie darum, darf der das nicht, sondern es wird nur versucht, hey, ein Problem, wir möchten es verhindern. Und das macht sowohl die ATC als auch alle anderen Piloten. Und von dem her, einschalten und ja, 90% oder mindestens 90% der Probleme sind gelöst. Was auch noch ein Punkt ist, es wird eh immer mehr unumgänglicher. Es kommt ab nächstem Jahr eine neue TMZ, östlich von der TMA Zürich. Die ist so groß, dass wenn man praktisch von Schenis Richtung Schwäbische Alb möchte, geht es ohne Transponder gar nicht mehr. Also wer in Zukunft von Schenis Richtung Alb oder Schwarzwald möchte, muss sowieso einen Transponder haben und muss ihn anschalten. Und eben, wir können uns einfach einstellen. Zur Übung kann man jederzeit einen Transponder-Check machen, wie letztes Jahr analog im Checkflugprogramm.
Man kann sich jederzeit melden und einfach mal Transponder-Check verlangen. Wie gesagt, man kann mit dem Gerät üben zu arbeiten, man kann den Funk trainieren und man muss sich wirklich keine Gedanken machen und keine Hemmungen haben. Und das hier am Schluss ist noch ein von letztem Jahr ein Beispiel, wie wichtig das ist und wie knapp es teilweise wird. Das Gelbe hier ist ein Segelflieger. Der ist hier angekommen, hat Thermik gefunden und Höhe gemacht. Man sieht, das ist Richtung Zürichsee, die Sicht. Schön ist, wer da hinten irgendwer. Der ist hier angekommen, war praktisch an der Basis, hat wie üblich halt noch einen Kreis gemacht, um wegzufliegen. Und von hier kamen Business-Jets an, auf der gleichen Höhe. Er hatte einen Transponder, hatte nicht angehabt. Er hatte TCAS, hat aber alle logischerweise nicht funktionieren können ohne Transponder. Der Business-Jet hatte Funkkontakt mit Emmen Tower. Der hat ihn auch nicht gesehen, also er war praktisch für alle Beteiligten unsichtbar erstmal. Und an dem Punkt hat er ihn gesehen, der Business-Jet, und hat mit 60 Grad Bank sehr schnell und sehr heftig reagiert, was man nicht erwarten kann von jedem. Und wenn man sich die Pfeile anschaut und die Höhe, muss man sagen, ohne Reaktion wäre das sehr, sehr knapp geworden. Oder auch nicht. Also, wie gesagt, der Segelflieger hat nie gemerkt, dass der andere da war, hat ihn nie gehört, nie gesehen. Der hat ihn sehr, sehr kurz nur gesehen und die minimale Distanz waren wenige 100 Meter. Also das war sehr brenzlig. Und wenn der Transponder an ist, sieht er ihn auf dem Display früher, das TCAS würde scheinen und die ATC würde auch noch Informationen rausgeben und das Ganze im Vorhinein schon entschärfen. Also von dem her nochmal einfach, wenn man in der Luft ist, das Ding immer anschalten. Und eben, wie gesagt, Strom ist eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr das Thema. Ja, das wäre es gewesen. Fragen? Bisher keine Fragen. Das war so prägnant und knackig. Ich glaube, das hast du super gut gemacht. Ich frage nochmal in die Runde. Wir hätten jetzt noch kurze Zeit, Fragen zu stellen zur Transpondernutzung oder vielleicht zur TMZ, die geplant ist. Wenn das nicht der Fall ist. Ich habe eine Frage. Was passiert, wenn man IDENT drückt? Wenn man IDENT drückt, das gibt einfach, der Transponder sendet ein zusätzliches Signal aus und auf dem Bildschirm von der ATC und auch nur dort, also beim Controller, fangen wir an zu blinken. Also wenn viel los ist und wenn viel Verkehr ist und der nicht genau weiß, wo wir sind, dann fragt er dich zum Beispiel Score Ident, du drückst drauf und dann blinkt auf seinem Bildschirm unser Call sein. Und dadurch erkennt er uns leichter und einfacher. Merci. Ja. Ich glaube, keine weiteren Fragen. Dann, Moment. Wenn ich beim Eigenstarter den Motor starte, ist es egal, ob der Transponder an ist. Das ist eine Frage. Wahrscheinlich so gemeint, ob es irgendwie schadet. Ich glaube nicht, ja. Also. Nee, sollte eigentlich nicht. Also der hat ja eine eigene Stromquelle. Ja. Und läuft ja auch über Batterie. Also an dem Eigenstarter hängt ja auch kein Generator dran, sondern es läuft ja auch über Batterie. Gut. Dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Patrick. Und wir wechseln die Referenten. Wir kommen zu Martin Bühlmann und seinem Vortrag über seinen tollen Flug oder tolle Flüge. Martin, du kannst anfangen zu sharen. Gut. Okay. Hallo zusammen. Jetzt hört ihr mich? Ja, wir hören dich gut. Also jetzt muss ich da den Bildschirm finden. Links neben dem Verlassen-Button. Ja, genau. Jetzt. Jetzt sehen wir dich. Also deine Folien. Okay. Ja, macht man mal ein Selfie, dann ist man schon in der ganzen Schweiz bekannt. Ich begrüße euch zum heutigen Flugbericht, den ich da darf euch erzählen. Ich hoffe, es geht in Bauerdeutsch. Ich habe lange überlegt, was ich soll bringen heute. Und ja, doch recht schöne Föhnflüge können machen vor 3 Jahren.
Aber ich habe mich dann entschieden, nein, es gibt keinen Föhnflug. Ich werde euch einen Flug vorstellen, Flug zeigen, den ich gemacht habe im Juli vom letzten Jahr, Ende Juli, am 31.07. Von Schenis, Braschaval, bis Linard und nach Schenis zurück mit unserer ASG-29. Vier Sierra, relativ spät gestartet, am 8.11. Dann nach 354 km am Braschaval gewendet. Das ist in Frankreich, nach Saint-Crépin. Und dann an Linard, 7:30 circa. Und zurück in Genis am 7:20. Schnittgeschwindigkeit nicht sonderlich hoch, 34% Kurbelanteil, 62 Aufwind, durchschnittlich 1,6 Meter pro Sekunde. Jürg Haas und Markus von der Krone sind über 900 Kilometer geflogen. Jürg Haas von Husen aus und Markus auch mit der JS1 von Schenis aus. Er hat leider ein Problem gehabt mit der Stromversorgung. Darum hat er seinen Flug ist nicht vollständig dokumentiert. Wie war das Wetter? Leider konnte ich keine Wetterkarte organisieren. Aber man sieht es hier auf dem Satellitenbild. Wir haben volle Einstrahlung gehabt, am 12. UTC, also 14.00 Lokalzeit. Wir haben Wind auf 2600 Meter aus West bis Nordwest, schwach, mit schwach aus West bis Nordwest. Was mache ich alle, wenn ich mir den Tag auswähle? Ich schaue sicher den OLC an, was ist gegangen vorher und an diesen Tagen vorher sind von Südfrankreich aus mehrere 750 km Flüge geflogen worden in Alpenbogen. Und das hat mir eigentlich auch gezeigt, dass das Wetter Richtung Südwesten sicher gut wird. Im Raum Schenis haben wir kleinere Flüge gemacht. Das sind von Münster aus in den Vortag sind Flüge geflogen worden, aber im Bereich von 400 bis 500 Kilometer. Rückblickend habe ich geschaut, wie hat sich die Woche entwickelt, wettermässig. Wir haben hier eine Grafik aus dem Meteo Blue, die eigentlich History-Daten aufzeichnet. Wir haben den 24. Juli und den 5. August auf der Achse. Wir haben Temperatur auf 2 Meter, Tagestemperatur, wo man da sieht, wie sie schwankt und zunimmt bis zu dem 31. Juli, wo wir, das ist in Basel ist das registriert, die Grafik da, oder zentriert auf Basel, wo wir praktisch 34 Grad Maximaltemperatur erreicht haben. Wir sehen die geopotentielle Höhe auf 500 Millibar. Das ist die schwarze Linie. Die war ansteigend gewesen, bis zu dem 31. Und nachher hat der Höhendruck rasant abgenommen. Und hat dann auch den Wetterwechsel eigentlich da ausgelöst. Den Bodendruck haben wir auch, Mean Sea Level Pressure. Das ist die Linie da, wo man sieht, wo auch am. Wo man sieht, dass wir jeweils an den Tag haben wir Tagesschwankungen drin. Aber im Grunde genommen ist der Bodendruck gestiegen. Bis etwa einen Tag vor dem 31. Also bis etwa am 30. ist er gestiegen und nachher ist er gefallen. Das hat eigentlich auch ermöglicht bei uns, dass es eine Labilisierung gegeben hat.
und eigentlich gutes Wetter, gutes Flugwetter sich ergeben hat. Der Wind vielleicht noch interessant auf 700 Millibar, also auf 3000 Meter, haben wir praktisch die ganze Woche aus westlicher Richtung gehabt, aber unterschiedlich stark. Circa am 7.28. haben wir doch etwa 75 km pro Stunde gehabt und der ist dann aber gefallen wieder auf ein normales Niveau, also auf schwache Verhältnisse. Das sind auch die Parameter, wo man anschaut, wenn man Meteoprognosen macht auf unserer Homepage. Also Höhendruck, Bodendruck, Wind und natürlich noch der Temp, wie dann auch die Feuchtigkeit ist, wo wir da jetzt nicht sehen. Also es ist eigentlich ein gute Vorzeichen gewesen, jetzt, wenn man das anschaut, mit dem Druck, mit dem Bodendruck, der abgenommen hat, mit der höheren Tagestemperatur und der Wende von der geopotentiellen Höhe. Dann der Flug, ja, wie bin ich geflogen? Ich habe das in Grafiken darstellen, jeweils stündlich. Also so ein gelber Balken ist eine Stunde Flugzeit. Man sieht den Start in Janis, Schlepp, 2200 Meter, Ziegelbrücke, Murgtal. Relativ harzig war, Flumsenbergen harzig. Erst im Galfeisental, also Flumsenberg, nein, Weisdannental ist noch dazwischen gewesen, genau. Und dann im Galfeisental ist es das erste Mal auf die 288, noch nicht sehr hoch, aber es hat gelangt, nachher über ins Vorderrheintal zu fliegen. Und da habe ich eigentlich das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Aber dann ist schon die erste Stunde eigentlich rum gewesen. Und genau, kurz vor dies und dies. Üblicherweise fliegt man ja wahrscheinlich aus in einem so einem Hochsommertag an Kuffelstock und geht da eigentlich über das höhere Relief. Die meisten haben das auch gemacht. Ich suche alle ein bisschen Herausforderungen und also unten durch versucht. Dann die nächste Stunde zwischen diesen Tiss und Briegöppen ist es eigentlich recht gut gelaufen. Da ist ein wichtiger Punkt Sedrun, wo ich eigentlich meistens anfliegen, da kommt man auf einer Höhe von 2,5, 2,6, kommt man eigentlich gut weg. Über dem, wie heisst der, Botsch, das ist zwischen Sedrun und Disentis, der Hügel, der so ein bisschen vorragt, der kommt man eigentlich sehr gut weg, auf rund 3000 rauf und dann weiter über den Oberalppass. Realp ist ein wichtiger Punkt oben durch. In der Nähe von der Albertheim-Hütte, wo ja die östlich davon von der Albertheim-Hütte hat sie so einen Kante, der runterläuft, wo eigentlich sehr gut eingestrahlt ist und in der Regel auch einen guten Aufwind ablöst. Das ist da auch der Fall gewesen und man kann auf auch etwa rund 3100 Meter steigen. Und bin dann weitergeflogen, direkt auf die Südseite, weil die Optik hat eigentlich sehr gut ausgesehen, Richtung Mattertal hat man schon gesehen, dass die Wolken höher sind und hat gedacht, ja, da gehe ich auch gerade auf die Südseite und bin dann auch gut weggekommen, Bereich Blindenhorn, wo man da sieht, die Markierung ist eigentlich der erste gute Aufwind, der mich dann auf rund 3400 Meter aufgetragen hat. Das wäre die zweite Stunde. Dann, so hat es ausgesehen, wo wir am
in Andermatt vorbeigeflogen sind. Also wir sehen, die Wolke hat noch eigentlich schon recht entwickelt gehabt, nicht sehr hoch, aber hat noch recht Feuchtigkeit rum gehabt bei uns auf der Alpen-Nordseite. Dann die dritte Stunde, wo es langsam auch Zuversicht aufgekommen ist. Es war ja nicht ganz klar gewesen, ja, wie weit aber kommt man aus Südfrankreich oder nicht. Aber da ist dann schon, wo man gesehen hat, auch die Basis ist hoch, das ist mir dann zuversichtlich geworden. Ein wichtiger Aufwind, der mich wieder auf 3-4 aufgebracht hat, ist an der Schweizer Grenze vor dem Monteleone, wo es eigentlich übergeht auf italienisches Gebiet, Alpe Veglia heisst die, wo eigentlich auch von Süden her eingestrahlt ist. Hat dann können weiterfliegen ins Gebiet vom Sasertal, nordwestlich vom Fletschhorn, eigentlich ein typischer Ort von rund 3000 auf 3400 Meter. Dann weiter ins Gebiet Mattertal. Da bin ich noch kurz gekreist, weil es ist dann eine Wolke gestanden, da einen am Mettelhorn, nordwestlich von Zermatt, wo mich dann eigentlich auf etwa 4000 Meter aufgebracht hat. Das ist eine Mittagszeit, wo man eigentlich eine gute Ecke, wo man alternativ zum Gebiet da hin eigentlich hoch hochkommt. Mit diesen 4000 Meter ist es dann ein einfaches gewesen, hinten am Matterhorn vorbei, über ins Wald Pelin hineinzufliegen. Und eigentlich ohne Aufwind, mal ganz wenig Aufwind hatte ich noch, direkt weitergeflogen Richtung Val Cogne bzw. Gran Paradiso. Das ist die dritte Stunde. Jetzt noch ein paar Eindrücke. Hat dann auch Begegnungen gehabt in Zermatt, bereits wo ich angekommen bin, unten am Mettelhorn. Ist ja, jetzt zwei oder drei Adler oder Bargeier. Das ist. Kann ich eigentlich nicht sagen, was es ist, aber ich meinte, es ist ein Parkgeier gewesen, weil es mehrere gewesen sind. Dann in Aosta, an der Krete vor dem Val Cogne, mit Aosta und dem Flugplatz Aosta. Sind ihr noch dran? Es ist so ruhig. Ja, ja, hallo. Wir sind dran, wir sind okay. So begeistert, respektvoll lauschen. Es ist so komisch, niemand zu hören. Ja. Ja, dann in die vierte Stunde, wo es eigentlich darum gegangen ist, oder wo es geht, da Richtung Südfrankreich weiterzufliegen, nicht ein einfaches Gebiet, da hat es auch Beschränkungen, komme ich nachher darauf zu sprechen, vielleicht vom Gebiet her, Gran Paradiso, rund 4000 Meter hoch, Val Cogne, jetzt muss ich schnell nachschauen, ich habe da Karten bereit gemacht, das ist nicht etwas Falsches sagen, Val Savaranche, also wo Grivola dazwischen ist, das ist ein wichtiger Berg, eigentlich am Abend, wo thermisch sehr gut ist, dann die Krete über in ist Val d'Hérème. Ist richtig, he? Ja. Und nachher hat es noch ein weiteres Tal, das ist Val. Kann ich nicht lesen. Ja. Genau, das sind eigentlich die typischen drei Kreten, wo man eigentlich auch tief kann anhängen kann. Aber mit der Höhe, die ich hier hatte, rund 3600 Meter Ankunftshöhe in diesem Bereich, ist das eigentlich sehr, sehr gut gegangen.
Ja, ich bin eigentlich alles auf der Krete runtergeflogen. Aufwindmässig ist es da auf rund 4'500 Meter rauf ist es gegangen, ja, praktisch. Und das konnte ich dann auch mitnehmen bis über auf Frankreich. Also da ist die Grenze, wo der Golden Garo, der Pass ist, 3'150 Meter, wo zwischen Frankreich und Italien ist. Da müsst ihr einfach wissen, dass der Pass dann da das Tal Richtung Turin rausgeht. Also man muss dann da noch einen zweiten Pass übernehmen, dass man ins Val Savaranche hineinkommt. Das wäre der Col Nivolet, der ist 2700 Meter. Ist aber von der Flugbeschränkung her so, dass wir da das Parco Gran Paradiso haben. Den muss man mindestens 450 Meter über Grund einhalten. Das ist eigentlich eine Höhe, wo man gut einhalten kann, wenn man in Betracht zieht, dass man, wenn man ein kleines seitlich von den Kreten weg ist, sofort 450 Meter Grund hat. Schwieriger ist es auf der französischen Seite. Da hat es ein Flugbeschränkungsgebiet, wo ja doch recht happig ist. Und zwar ist das mindestens 1000 Meter über Grund. Und das muss man also einhalten. Da wird auch überwacht und da sind schon etliche Piloten sind reingelaufen, wo dann halt die Höhe nicht hatten und auch angezeigt worden sind. Ich zeige euch dann noch beim Flugweg darauf, zeige euch Karten, wie die aussieht. Das wäre der Weg gewesen. Dann der nächste Schritt ist die nächste Stunde ist der Mont Cenis weiter. Dann Bardonecchia haben wir da. Und dann ist eigentlich bereits Briançon in der Gegend, also in der Gegend von der Briançon. Da ist thermisch sehr gutes Gebiet. Da auf dieser Seite weniger, aber im Gebiet da ist es eigentlich auch sehr gut gegangen. Da selber bin ich auf rund 4'000 Meter raufgekommen. Und dann ungefähr nach Briançon, südlich Briançon an dieser Krete, ist es auf rund 4'300 Meter gegangen. Also absolut super Bedingungen. Wie hat das optisch ausgesehen im Bereich von Susa? Also etwa da habe ich ein Bild gemacht mit der Sicht nach vorne. Das war 1452 auf 3650 Meter Richtung Südwesten geschaut und Susa ist da unten. Man sieht in diesem Bereich 4000er von den Haute Alps, also Degrés, und in diese Richtung runter, also Top Basis, weiter unten bin ich dann da auf die 4300 Meter gekommen. Also super Bedingungen, die ich da getroffen habe. Das ist die Etappe, die ich geehrt habe. Jetzt höre ich mich selber. In Saint-Crépin am Prachaval. Das ist der Hausberg vom Flugplatz Saint-Crépin. Wo ich am 15.20 habe ich da gewendet. Und im Zurückfliegen ist nachher, ja, man sieht es auch da, nicht ganz so einfach gewesen. Ich musste mich müssen orientieren, habe auch eigentlich nicht den gleichen Weg zurückgeflogen, wo ich erzähle, aber habe dann da gesucht und ja, nicht gerade etwas gefunden. Und
habe ich eigentlich Zeit verloren. In dem Abschnitt innen drauf fliegen, habe ich Zeit verloren. Vielleicht auch aus dem Wissen, dass es da manchmal schwierig kann sein. Ich habe auch schon einen Flug relativ tief in dem Gebiet gewesen, wo ich praktisch kurz vor der Russenlandung war in Solière, aber nachher wieder weggekommen bin. Bin ich da vorsichtig geflogen und habe alles mitgenommen, was ich auch mitnehmen konnte. Und ja, ich dann genau, das wollte ich noch zeigen. Die Aussenlandefelder in diesem Gebiet. Man sieht da Saint-Grippe. Und wir haben Saint-Blaise. Das ist ein schwieriges Feld. Das ist aus dem Aussenlandekatalog von Südfrankreich. Und was gut landbar ist, ist ein Feld hier oben, Le Gasse. Oben an Briançon, das ist eigentlich sehr gut landbar. Le Rossier hat noch ein Feld, das ist in dem Bereich hier, wo man auch landen kann, aber schwierig ist in Ulx. Und sonst muss man rausfliegen Richtung Po-Ebene raus. Im Gebiet von Maurienne ist es einzig in Solière landbar. Das ist der Flugplatz in der Region. Jetzt muss ich schauen. Da ist etwa da, in dieser Gegend da. Und sonst kann man also da drauf nicht landen. Nein, im Val d'Isère kann man nicht landen. Gut, jetzt noch ein paar Bilder. Das ist am Lac de Mont-Cenis. Südwestlich davon, Blick Richtung Osten, am 16.05 auf 3900 Meter. Da ist die Optik sehr gut. Man sieht aber auch, dass man von der Po-Ebene her die schlechte Luft reinzieht, dass es ja, eine tiefere Fetzli hat. Also da muss man schauen, dass man wirklich auf den Kreten oben ankommt und den nächsten Aufwind ganz aufnimmt und möglichst am Hauptkamm her drauf fliegt. Dann haben wir die nächste Etappe. Das ist eigentlich zurück Richtung Ost, also Gran Paradiso. Eigentlich habe ich noch ein Bild. Ah, das ist das nächste Bild, dann. Da zeige ich das Morien dann noch zeigen, im nächsten Bild. Aber da sehen wir jetzt, wie ich nochmal im Bereich vom kurz vor dem Gran Paradiso wirklich hoch hochgekommen bin. Und auf 4.6 und dann drüber rein Richtung Norden kann können vorwärts fliegen. Da habe ich mich dann entschieden, das zeige ich dann an den Bildern, Richtung Valpelline zu fliegen. Da hatte ich die Option gehabt, nördlich Richtung direkt über den grossen St. Bernhard ins Wallis zu fliegen. Aber habe mich dann entschieden, gleich ins Valpelline zu fliegen. Die Optik war zuerst nicht ganz klar, ob es möglich ist. Darum bin ich da zuerst so geflogen. Aber nachher ist es eigentlich problemlos Richtung Zermatt gegangen. Jetzt Maurienne. Das ist ein Blick eigentlich über dem Lac de Mont-Cenis, wo man drauf schaut. Man sieht hier hinten, links ist das Ende vom Grand Roc Noir, wo eigentlich ausläuft auf diese Seite und hinten haben wir Val d'Isère. Da oben ist Bonval. Da sieht man den Col di Garo, den Gran Paradiso und da das Val Savaranche, der dafür geht. Und Trivola, wo man da oben sieht.
die Kräte da im Morien, weil es, wenn man tief kommt, sind das eigentlich die Kräte, wo man kann anhängen kann. Und das ist eine der wichtigsten Kräte, die dann aufläuft in, jetzt muss ich schnell, an Charbonnel, genau, das ist Kräte vom Charbonnel. Da bin ich also auch schon tief weggekommen. Aber das ist heute nicht nötig gewesen. Da habe ich genug Höhe gehabt für zum Vorwärtsfliegen. Leider habe ich das Bild mehr östlich, ist ganz verschwommen gewesen und kann das darum nicht zeigen. Jetzt von der Karte her noch. Vorher haben wir so ein Bild gesehen. Jetzt, da ist der Gros Roc Noir, wo man das Sperrgebiet sieht vom Vanoise, wo man die 1000 Meter muss einhalten muss. Und ihr seht, das läuft eigentlich wirklich bis an die italienische Grenze, wo es übergeht zum Gran Paradiso. Da haben wir den Col di Garo. Also da muss man 1000 Meter Grund einhalten. Der Col di Garo ist 3100 Meter, also müssen wir 4100 Meter haben, um da drüber hineinfliegen. Das läuft auch weiter, das Gebiet. Die einzige Möglichkeit, die man hat, entweder ist da südlich, um die 1000 Meter zu gehen. Die andere Möglichkeit ist, über den Col d'Iseran zu fliegen mit 3800 Meter. Und dann hat man nachher die Möglichkeit, über ins Val de Rême einzufliegen. Und das ist auch noch ein Gebiet, wo man 1000 Meter einhalten muss. Das ist oben nördlich Val d'Isère. Da haben wir da. Das ist eigentlich thermisch auch sehr eine gute Ecke, wo man gut wegkommt. Also wenn man da zwar die 3,8 hat, dann braucht man eigentlich keine Höhe mehr, sondern kann dann gerade weiterfliegen ins Val di Rémine. Also da empfiehlt sich wirklich, die Fahrt gut zu studieren und die Höhen einzuhalten. Ich sehe jetzt auch hier den Flugplatz Solière, hier, wo man kann sich rausschleppen lassen. Da kommt der Schlepper von Saint-Crépin, wo würde rausschleppen. Das ist da. Dann der Blick über Aosta, wo ich gesagt habe, oh, die Wetteroptik, wie sieht die aus? Da schauen wir Richtung Nordwesten in Grand Jorasse rein. Also links hinten ist Mont Blanc. Geradeaus haben wir den Grand Jorasse und da sehen wir eigentlich, also da haben wir sehr gute Optik. Das sieht eigentlich alles tiptop aus. Da könnte man mit dieser Höhe 3,7 könnte man sehr gut anhängen. Ist aber richtig Schänis nicht jetzt gerade die direkteste Weg. Wenn wir nördlich schauen, hat es so ausgesehen. Da haben wir überall da eigentlich schon eine starke Wolke, die sich recht stark entwickelt, noch nicht ausleert. Der Grand Combin und da die Nordkrete vom Wallis. Eine Frage kam auf, was war, ist eigentlich da in dem Gebiet die generelle Höhe ohne Freigabe? Also brauchst du eine ATC-Freigabe über 4000 wie hier oder 4,6? Das ist eine gute Frage. Flight Level, was hat man da? Auswendig weiß ich es jetzt nicht, ich müsste jetzt auch die Karte schauen. Also es ist ziemlich hoch. Hm? Es ist hoch, ja, ja. Ja, also über 4,5, ja. Ich habe Karten vorbereitet. Man könnte sonst schnell schauen, ob man die. Wenn man das sieht da drauf. Das wäre Karten. Also da sieht man das Gebiet. Und wenn ich jetzt da schaue, da haben wir. Das ist Luftraum Delta bis Flight Level 195. Und außerhalb ist. Das ist eigentlich keine Beschränkung. Wir sehen nur ein Foto im Augenblick noch.
Okay, ah, ihr seht das nicht. Sorry, okay. Also es ist... Macht nichts. Ich kann es noch abklären, aber es, ja. Ist, es ist hoch, ja. Gut, dann weiter Richtung Nordwesten, Nordosten geschaut. Wer das, das ist falsch geschrieben da. Also Richtung Matterhorn. Nordosten ist der Blick so gewesen. Da haben wir die Wolken, die relativ satte Wolken, die da schon bereits viel abschattet. Und für Aosta. Aber ich war dann zuversichtlich und habe dann auch den Aufwind da verwünscht. Und konnte mit grosser Höhe eigentlich Richtung Alpelin hinterher fliegen. Weil da innen ist wieder kaum eine Abschattung. Ein Achtel, zwei Achtel Cumulus. Dann hinten im Alpelin, die Optik, ja, eigentlich ist natürlich ansteigendes Gelände. Aber immer noch gut. In dieser Höhe da vorne kommt man, braucht es etwa 3800 Meter, dass man rüberkommt, ist Richtung Schweizer Grenze. Dann noch ein paar Eindrücke. Matterhorn von Westen, Monte Rosa. Da der Blick zurück Richtung Combin. Mont Blanc und noch ein paar Eindrücke. Ja, das ist Monte Rosa mit See auf der italienischen Seite. Dann Wallis Richtung Tessin. Das ist der Weg, wo ich geflogen bin, über eigentlich direkt ins Sasertal hinein. Am Wismies vorbei, Simplon-Gebiet, eigentlich zügig vorwärts geflogen, praktisch einmal einen Aufwind mitgenommen und dann habe ich da wollen, in Airolo hat es eine schöne Wolke gehabt, aber die habe ich nicht verwünscht und habe ich keine Chance gehabt, die zu nehmen oder die zu verwünschen. Und bin dann relativ tief ins Belenio-Tal, Olivone, hineingeflogen. Aber da habe ich dann auf 2500 Meter etwas gefunden. Am Abend um 6 Uhr, um 4 ab 6 Uhr, wo mich wieder auf rund 3400 Meter aufgetragen hat. Da habe ich eigentlich habe ich Schwein gehabt. Dann die weitere Strecke vom Leniotal da hinten über am Rivaldhorn. Jetzt muss ich schauen. Ja, am Rivaldhorn vorbei, Hinterrital, das Avers überquert und im Gebiet Savonin. Jetzt auch wieder eine schöne Wolke gehabt und die habe ich auch nicht verwünscht und habe dann müssen mit schwacher Thermik mich aufschaffen und ja, es ist dann schon langsam 7:30, 7:30 geworden. Aber eine Frage kam auf, Martin, ob man auch südlich von Monte Rosa hätte durchfliegen können. Ja, das ist ein Ziel eigentlich von mir, das einmal zu machen und ich weiß, ich habe es angeschaut, aber ich bin nicht optimistisch gewesen, dass es die schnellere Route gewesen wäre. Aber vermutlich wäre es gegangen. Ja. Danke. Okay. Da noch das Rivaldhorn. Ihr seht, das ist wird langsam Abend. Dann bis Avonin hat es eigentlich sehr gut ausgesehen. Aber die Wolken sind nicht, oder die Delfwind ist nicht da vorne ab, sondern der ist irgendwo hinführ ab. Und den habe ich nicht verwünscht und ich bin dann ausgewichen, links rüber. Eigentlich an den Ort, wo am Abend meistens noch etwas rauskommt,
Abigthermik und das ist dann auch so gewesen. Und der weitere Verlauf gesehen, der ist eigentlich auch nicht mehr so vielversprechend. Aber wir hat einfach alles müssen mitnehmen und dann ist es vorwärts gegangen gleich noch. Das ist im Bereich vom Pitzkesch, also rechts einer, wo wir südlich schauen. Ja, und der Schluss im Bereich von Pitz-Dinard nochmal Höhe gemacht und dann richtig schön ins Heim geflogen. Bilder. Es hat mich noch gereizt, ins Unterengadin über zu fliegen. Die Optik war die. Und habe dann gedacht, ja nein, jetzt habe ich die Höhe und jetzt schönen Flug gehabt, jetzt fliege ich heim. Ich habe dann die Stimmung genossen im Heimfliegen. Und bin dann am Abend um 20:08 bin ich daheim gewesen. Ja. Ja, das wäre mein Flug gewesen, den ich gemacht habe letztes Jahr. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, das ist super. Nochmal auch nachträglich Gratulation zu diesem tollen Flug. Ich stelle mal noch eine Frage. Hast du den Flug, also hast du geplant, bis zum Prachavál zu fliegen? Oder bist du einfach so weit geflogen und während des Fluges entwickelt, wie weit es dich trägt und bist dann einfach mehr oder weniger an irgendeinem Zeitpunkt dann gewendet? Ja, das ist die zweite Variante gewesen. Es ist Preisflüge, soweit das geht und eigentlich so weit umgekehrt, wie ich denke, dass es Sinn macht. Jetzt im Nachhinein gesehen, hätte man im besseren Wetter noch weiter können fliegen. Also in Südfrankreich hätte ich durchaus noch eine halbe Stunde, sage ich, können weiter südlich fliegen und hätte so auch mehr Kilometer noch angebracht und wäre auch noch sicher heimgekommen. Was dann vermutlich nicht mehr drin gelegen wäre, wäre in der Abzweiger Richtung Pitz-Linard. Okay. Und berechnest du dann beim Umkehrpunkt sozusagen, hast du dann hast du irgendwelche Wegmarken, wo du sagst, jetzt muss ich umdrehen wegen der Zeit, ich habe noch so viel 100 Kilometer zurück und du berechnest so eine Schnittgeschwindigkeit oder machst du das mehr aus dem Bauch heraus? Ja, ich mache eigentlich eine Stundenberechnung, also dass ich mir überlege, wie viele Stunden brauche ich jetzt noch heim zu fliegen und tue mir überlegen, wie lange... Wann habe ich den letzten Aufwind, wo und tue das von dort aus dann zurückrechnen. Also, wenn man jetzt die Rechnung gemacht hätte, dann hätte ich können sagen, die Linnenhorn am Abend um 8 Uhr wäre der Punkt, wo ich den letzten Aufwind würde nehmen würde. Dann könnte ich noch sicher heim. Und dann kann man anfangen zu rechnen und dann hätte ich sicher können, bis, wenn ich es jetzt ausgenutzt hätte, bis in die Region vom Parkour oder so fliegen, denke ich. Und das hätte funktioniert am selben Tag. Aber auf Test raus habe ich mich jetzt nicht lassen. Mache ich ab und zu, aber jetzt den Flug nicht. Also immerhin doch ein sehr beeindruckender Flug. Also vielen Dank, Martin. Ich sehe keine weiteren Fragen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ihr könnt es auf unserer Webseite, dort wo auch die Termine von den Vorträgen sind, wird dann immer um ein paar Tage später kommt die Präsentation. Beide werden veröffentlicht und die Aufzeichnung als Filmli auf unserem YouTube-Kanal und auch Link unter diesen Terminen. Wir freuen uns für eure Aufmerksamkeit, euer Erscheinen. Über 100 Leute heute, super. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch kommt. Vielen Dank. Und schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Ciao.